Moin Leute, na, herzlich willkommen zum neuen Video hier und ich kann euch versprechen, wir widmen uns dem neuen Projekt und ich halte mich hier schon genau auf. Nelly und ich haben ein Haus gekauft, wer kann das glauben? Mir selber fällt das noch richtig schwer, das zu glauben, weil ein paar, die mich kennen, wissen, vor 4 Jahren sah mein Leben ganz anders aus und was so in den letzten 3, 4 Jahren passiert ist, ist schon echt irre. Wir haben eine alte Meierei gekauft von 1886, ich halte mich hier gerade im Garten auf und will euch schon mal einen groben Überblick zeigen. Schöne alte Bäume haben wir hier, ne? Keine Nachbarn, wie ihr seht, ringsrum alles frei. Wir haben hier eine kleine Terrasse im hinteren Eck. Dann haben wir eine Terrasse direkt am Wohnhaus. Die hätte ich irgendwann gerne mal überdacht. Aber Zukunftsmusik. Lass uns mal erstmal reingucken ins Haus. Der Garten ist echt schon schön, braucht na klar ein bisschen Liebe und sowas, aber ist trotzdem, auch wenn es kaum so aussieht, sehr gepflegt. So. Ich würde sagen, wir gucken als erstes mal hier rein ins Wohnhaus und ich zeige euch einfach mal alles, was so geht hier. Das ist ein kleiner Anbauraum hier vorne. Hier hat sie irgendwie Trockner stehen gehabt. Für unseren ersten Plan, weil das geht jetzt auch schon relativ direkt los. Phil und ich werden dieses Fenster hier rausreißen und dann kommt hier nachher die Elektroverteilung hin und ab hier verteilt sich die komplette neue Elektrik im Haus. Ihr merkt schon, das soll hier richtig zur Sache gehen. Auch hier haben wir, ja, einen schönen Raum. Alt, toll, ziemlich viel Original einfach noch hier von 1886. Das ist die Küche, zumindest zuletzt gewesen. Was es irgendwann mal war, kann ich nicht sagen, ob es schon immer die Küche war. Aber uns gefällt das hier echt richtig gut mit diesem ganzen Terrain. Boden in der Küche. Diese alten gelben Fliesen gefallen uns. Vanillefarbene Fliesen. Muss man mal gucken, wie gut man das alles erhalten kann. Aber wir würden diesen Raum so ganz grundsätzlich mal so lassen. Klar, wir müssen bei der Decke bei. Wir haben hier ein bisschen was vor. Aber ich erzähle euch jetzt gar nicht, was unsere Pläne sind. Da müsst ihr einfach immer zwischendurch mal in die Videos reingucken und da werdet ihr immer von den neuesten Plänen was mitkriegen, weil so einen grundsätzlichen Plan haben wir. Hier ist das schöne große Ess- und Wohnzimmer direkt mit so einer Doppelflügeltür an der Küche dran. Eigentlich ganz klasse. So. Man darf nicht vergessen, hier hat jetzt gerade eine Person 40 Jahre drin gewohnt. Wir haben es ausgeräumt und ich finde, dafür ist der Zustand wirklich ganz okay. Wir haben hier so ein paar Sachen, wo man echt nachher mal gucken muss. Hier ist so ein kleiner Riss und der Sturz hängt so ein bisschen durch, habe ich den Eindruck. Ob das nicht noch mehr Arbeit sein kann, als wie es jetzt erstmal aussieht, werden wir sehen. Aber der Raum gefällt uns erstmal so gut und auch die Aufteilung bleibt hier genauso, wie sie ist. Ne? Dann gehen wir wieder zurück hier in die Küche und hier geht es wieder weiter in einen alten Abstellraum. Kleiner, ja, wie nennt man das? Vorratskammer. Total geil mit den alten Zementfliesen hier auch aus dem 18. Jahrhundert noch und sowas. Einfach ein richtig geiler Originalzustand. Das ganze Haus hat nur 3 Vorbesitzer gehabt und es ist wirklich sehr viel noch unverbastelt. Das sieht hier auch aus, als ob hier noch die erste Tür drin ist und so. Wenn man sich die so anguckt, zwar mal weiß übergestrichen oder irgendwie, ne? Hier unter, da bin ich dann unterwegs. Die hatte so ein ganz schickes Grün scheinbar, die Tür. Das wäre natürlich geil, wenn man sowas alles wieder ein bisschen restauriert. Aber da muss man dann gucken. Für diesen Raum haben wir einen kleinen Plan. Und zwar soll ungefähr auf der Höhe von diesem Kreuz hier einmal eine Wand rein, komplett zumachen und das Fenster raus und eine Nebeneingangstür rein, dass man quasi aus dem Garten eine kleine Toilette hat. Dann kommt hier so eine kleine Gästegartentoilette hin und alles. Das ist so der Plan. Von hier hinten einmal Waschmaschine, Trockner, auch Wasserabwasseranschluss hin. Und dann sind wir hier schon marschieren. Dann wird das hier nachher einfach nur wieder unsere Vorratskammer, ne? Ja, Leute. Dann wollen wir mal weiter gucken. Oh, Licht aus, ne? Wir wollen die Energie sparen. Ja, also wir wieder in der Küche zurück. Und jetzt gehen wir hier zum normalen Eingangsbereich. Hier haben wir die Haustür. Auch einen ganz angenehmen Ausblick nach draußen. Einfach schön. Keiner nervt. Ist echt angenehm. Dann, ja, ist das hier der Flur auch wieder mit Terrazzo. Hier sogar eine ganz schöne Verzierung um die Ecke rum. Flur nicht sonderlich riesig, aber wenn man nicht allzu viele Quadratmeter hat, sind die Kosten einfach geringer insgesamt. Und wir haben gesagt, wir brauchen keine Riesenhütte. Das reicht uns hier. Hier gibt es eine kleine Harry Potter Abstellkammer, wird sie genannt. Auch hier wieder ein wunderschönes Grün von innen an diesen Türen. Da kann man sich ausmalen, welche Farbe das hier außen auch mal hatte. Und wie gesagt, ich denke, wir versuchen sowas nachher zu restaurieren. Entweder den Originallack rauszuholen wieder oder halt in einer ähnlichen Farbe streichen. Was man hier unten mitmacht, keine Ahnung, aber dieses Räumchen ist da wahrscheinlich auch einfach später wieder gut für Staubsauger, Putzmittel und hast du nicht gesehen. Ja, Leute, dann wollen wir jetzt hier mal in das nächste Zimmer gucken. Das Badezimmer, das ist hier auch alles nicht auf dem neuesten Stand, wenn man da hinten dieses Wassersteigrohr sieht. Und die Badewanne ist auch
uralt schon. Ich würde mal tippen, dass die aus den 60er Jahren ist. Das ist eine Emaille-Badewanne. Die gefällt uns eigentlich total gut mit dieser runden Ecke, sag ich jetzt auch mal. Auch hier, das sind doch einfach schicke Sachen so. Muss man natürlich gucken, was man davon behalten kann. Aber wir wollen auch probieren, diese Badewanne zu restaurieren und hier nachher auch wieder reinzustellen. Der Raum kriegt ein bisschen eine andere Aufteilung. Ja, hier drüben haben wir auch schon mal angefangen, die Fliesen runterzuhauen so ein bisschen, ne? Dass wir einfach loslegen, weil wir haben, wie ihr es von mir kennt, mal wieder einen recht strammen Zeitplan. Am Anfang war der Plan wirklich nur 2 Monate Zeit, das Badezimmer komplett frisch machen und einbauen. Und jetzt ist der Plan viel mehr. Einfach viel mehr. Ihr werdet es mitkriegen. Ihr seht schon, Küche ist auch leer und alles. Also gut, dann Leute, wir gehen mal nach oben. Das ist hier die Oberetage. Schöne alte Treppe. Auch richtig toller Zustand. Ist einfach echt toll so. Ne? Und dann geht es hier hoch und direkt rein in Gästezimmer. Hier muss man ganz klar sagen, das ist hier mal für kleinere Leute gebaut worden. Aber ich glaube, ich habe damit kein Problem, meinen Kopf einmal einzuziehen, weil ich möchte auch hier, ich denke, das sind die originalen Türen, sowas gerne erhalten. Da fange ich nicht an und schneide das raus, nur damit ich da meinen Kopf nicht einziehen muss. Ne? Also so bequem bin ich denn doch, dass ich damit leben kann, denke ich. Kleines Gästezimmerräumchen, macht auch einen stabilen Eindruck erstmal. Werden wir sehen, was wir hier so finden. Wir haben hier schon mal den Teppich ein bisschen hochgenommen und haben einen tollen Boden da unter gefunden. Hier hinten die Ecke ist ein bisschen kaputt. Es könnte sein, dass hier auch irgendwie ein Balken unter abgerottet ist oder sowas. Wir müssen den Boden ein bisschen aufnehmen und uns das angucken. Das ist ja unten auch direkt über dem Fenstersturz im Wohnzimmer. Aber das sind so bisher die einzigen größeren Überraschungen, die wir jetzt gefunden haben. Ansonsten hält sich das Ganze doch ziemlich weit in Grenzen. Ja, Leute, dann lass uns mal hier hingucken. Hier ist wieder eine alte, schöne Tür. Schöne Türgriff von innen. Hammergeile Farbe. Man kennt es langsam, ne? Und hier oben ist ein großer Boden. Einmal Licht an. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was sehen hier. Es ist ein bisschen dunkel, aber ja, ganz gut. Das ganze Dach wurde alles vorletztes Jahr neu gemacht, damit sie es besser verkaufen konnte einfach. Deswegen, ja, wurde wahrscheinlich hier auch ein bisschen gespart, aber alles, was noch heil war am alten Dach, wurde gelassen, denn komplett neu Teerpappe verlegt und ein Blechdachnigelnagel neu rauf. Das sieht von außen alles richtig geil aus. Das ganze Gebälk wurde geprüft, macht auch einen richtig guten Eindruck. Wir haben eine Kleinigkeit gefunden, die wir wohl noch reparieren müssen. Da hat der Dachdecker wohl geschlafen. Aber ansonsten, du kannst hier oben überall laufen, überall treten. Es ist richtig geil. Was hier unter sich verbirgt, zeige ich euch gleich. Ich würde sagen, hier erstmal wieder Licht aus. Boden, ihr habt es gesehen, es liegt noch eine Menge Material da. Etwas davon können wir zum Glück auch gebrauchen. Das ist natürlich auch schon mal gleich ein guter Start, weil man das erste Material einfach aus dem Vollen nehmen kann. Hier ist wieder eine kleine Bückgeschichte angesagt. Naja, und dann wäre man auch schon in dem Schlafzimmerraum. Ja, total geil, mit 2 Fenstern hier einfach drin und sowas. Ich mag den Raum total gerne, der ist schön aufgebaut. Hier sind zwar so eine, ja, Deko-Balken dran, aber können wir auch mit leben. Echt Balkendecke wäre natürlich geiler, aber ganz im Ernst, das stört uns nicht. Ob wir die nachher wegnehmen oder nicht, das dauert eh alles noch. Aber auch wieder hier originale Türen. Ne? Aber wie gesagt, Leute, da kann ich euch ganz klar sagen, hier oben passiert erstmal gar nichts. Das müssen wir erstmal so lassen, weil wir haben unten definitiv genug zu tun. Das bleibt hier erstmal alles, wie es ist. Was ich natürlich auch gerne machen würde, wenn hier die Balken, die sind in so einem Kasten eingesetzt, auch einmal freilegen wie diesen Balken. Hier wäre nochmal einer. Und ich glaube, hier oben müsste auch noch was langlaufen. Das stelle ich mir schön vor, wenn man diese Balken hier oben nochmal freilegt. Ach, guck mal, da hinten ist auch noch einer. Da die Kästen drumrum ab, den Balken schön schleifen, ölen, so wie den. Und dann ist das doch richtig geil hier oben, oder? Ach, hier, das kann ich euch noch zeigen, bevor wir wieder runtergehen und das vergessen hier. Ah, kleine Nebentür, Lichtschalter. Und dann ist hier so eine kleine Abstellkammer noch, die eigentlich gar nicht so klein ist und auch echt ganz gut gebaut. Kann man anders auch wieder nicht sagen. Das macht einen soliden Eindruck. Wir haben hier schon mal eine Platte runtergenommen, haben uns das mit der Isolierung unterm Dach alles mal vernünftig angeguckt. Und das macht erstmal einen guten Eindruck. Also so, was man sehen kann, kann das alles bleiben, wie es ist da drin. Total gut, weil ich habe eigentlich auch gar nicht den Anspruch, jetzt hier jede Ecke komplett aufzureißen. Aber ein bisschen was müssen wir halt definitiv machen, ne? Wir wollen ja auch nicht komplett nur für draußen heizen. Und das ist sowieso ein Thema für sich mit der Heizung. Kommen wir jetzt zu, würde ich sagen. Wir sind wieder in der Küche, ihr wisst Bescheid. Es geht raus. Aua, ich habe mir den Kopf gestoßen, Alter. Oh, vielleicht die Tür doch ein bisschen höher. Boah. Oder dran gewöhnen, ne? Dann schrumpfe ich bestimmt 2 Meter. Aber naja, gut, wir gehen raus. Hier ist nun mein besagtes Gartenklo. Kleine Tür auf. Man kann da reingehen. Man kann aus der Küche da mal eben raufgehen, falls jemand am Duschen ist oder sowas. Hier draußen
draußen, überdachte Terrasse, dann ist das auch nicht so ein Angang, da mal rüber zu gehen, denke ich. Blick in den Garten, ihr kennt's. Und jetzt hier drüben rein, ne? Zack, das sind die nächsten, ja, Gebäudeabschnitte. Hier sag ich jetzt einfach mal, die alte Meierei. Hier wurde damals Milch verarbeitet und sonst irgendwas, keine Ahnung. Das Dach hier oben, alles das gleiche Dach, wie wir gerade eben gesehen haben, ist geprüft. Letztes Jahr alles irgendwie neu gekommen, paar Bretter sind noch nass, aber haben wohl, haben Biss. Komm klar. Es sind ein paar Sachen da geblieben, total gut. Ein paar Leitern, hier eine Leiter. Kann man einfach gut gebrauchen, so ein bisschen Werkzeug ist da. Besen, Schaufel, was man nicht so braucht, haben wir schon mal alles. Ja, und das hier ist quasi der Vorraum, bevor man hier irgendwie weiterkommt. Auch ein total schickes altes Waschbecken hier am Start. Ich finde es richtig geil. Und dann gehen wir jetzt erstmal hier in den schlimmsten Raum vom Gebäude überhaupt, dass ihr Bescheid wisst. Das ist nämlich dieser hier, der neue Heizungsraum. Auch hier haben Nelly und ich schon mal ein bisschen angefangen. Da haben wir die Vorbesitzerin nicht gestört. Sie meinte, geht doch mal noch schon mal rein, nutzt die Zeit, macht ein bisschen was. Und wir konnten hier schon mal anfangen, den Putz ein bisschen von den Wänden zu schlagen. Ihr seht das, alles was so lose ist. Und haben, na klar, hier im Mauerwerk auch echt ein paar dickere Risse gefunden. Hier geht einer einmal so runter und dann geht wirklich einer von ganz unten bis da oben hoch. Keine Ahnung, schreibt mir das gerne mal rein in die Kommentare. Ich bin echt hier überhaupt nicht vom Fach. Es ist komplettes Neuland für mich. Ich kann die Arbeitszeit nicht einschätzen. Ich kann die Kosten nicht einschätzen. Ich kann den Aufwand nicht einschätzen. Das ist bei so einem Autoprojekt immer was ganz anderes. Das ist jetzt wirklich Neuland und ich bin euch ehrlich, ich bin hier echt mit auf euch angewiesen. Wenn ihr mir sagen könnt, Junge, die Ecke muss raus, das musst du neu aufmauern, dann will ich da auf euch vertrauen. Wenn ihr mir sagt, Junge, da kannst du Armierungsstahl reinkleben in die Fugen und das einfach dicht putzen und das überlebt ich noch dreimal, dann bin ich noch froh, wenn ihr mir sowas sagt, ne? Also der Plan ist natürlich, das alles mit Sinn und Verstand zu machen, aber sowas würde ich gerne auch mit Armierungsstahl und Verputzen einfach regulieren. Wenn mich das überlebt und vielleicht noch meine Kinder eine Zeit lang so, dann bin ich komplett glücklich, weil ich wollte jetzt hier nicht eine komplette Ecke neu aufmauern, ne? Aber wenn wir es machen müssen, müssen wir es machen, ne? Ja, Leute, jetzt hier Heizungsraum, da steht das gute Ding, ist irgendwie von 89 die Heizung, Ölbrenner, 2002 nochmal einen neuen Brenner rein gekriegt oder sowas. Jetzt wurde die hier von irgendeinem Kumpel von ihr nochmal umgestellt auf irgendwelche Zeitschaltuhren. Die verbraucht jetzt wohl weniger. Vorher waren es 6000 Liter im Jahr. Jetzt sind es nur noch 2500 oder 2200 oder keine Ahnung. Wir werden sehen. Hier sind die Heizöltanks. Fliegt alles raus, ne? Also auch noch nicht jetzt, aber irgendwann fliegt das alles raus und dann wird hier neuer Heizungsraum. Plan steht schon. Alles, wie das da weiter abläuft, kriegt ihr dann zu sehen. Und dann wird dieser Raum anders genutzt, aber das dann auch alles dann, Alter. Da müsst ihr dann reinschalten, wenn ihr wissen wollt, wie es hier wird, Alter, dann, ich kann es euch jetzt nicht alles sagen, das müsst ihr euch angucken, so, ne? Jetzt hier mein eigentlicher Lieblingsraum, die alte Meierei wieder, ne? Also es ist definitiv hier, glaube ich, der Hauptmeierei-Raum gewesen. Total groß, total schön. Ihr habt gerade eben auf dem Dachboden oben schon gesehen, das ist ein altes Hängewerk, deswegen hier unten keine Stützen drin. Du hast einfach einen großen Raum, ohne dass jetzt hier nochmal ein Pfeiler stehen muss oder sonst irgendwas. Total gut, ist geil. Man muss nur noch gucken, wie man das hier alles befahrbar baut nachher, aber das sind auch Projekte für irgendwann anders. Ich habe einen Kumpel, der ist Statiker, den ziehe ich hier demnächst mal ins Boot. Dann soll er mir mal sagen, ich habe ein, zwei Träume, was man hier vielleicht umbauen kann, ob das alles realisierbar ist, weil hier ist auch noch so ein Raum, den ich gerne mitnutzen würde. Dieser Raum wäre hier auch ideal von der Größe, um hier genau ein Auto nachher vielleicht reinzukriegen. Hier geht es dann halt auch noch längs und hier haben wir eine alte Garage. Das ist genau eine Autogarage. Braucht auch alles ein bisschen Liebe. Wir werden uns das angucken, wie das hier nachher alles vonstatten geht, aber fürs Erste, ich habe schon Pläne, ich habe schon Träume, wann hier wie was passieren soll, aber ganz im Ernst, Leute, wir müssen erstmal zusehen, dass wir Wohnraum erschaffen, dass wir uns abends aufs Sofa setzen können, dass wir schlafen gehen können und vor allen Dingen, dass wir duschen und gehen können, uns was zu essen machen. Hier habe ich jetzt schon angefangen, die ersten Sachen von uns hinzubringen, das Regal aus der Halle, ihr habt es gesehen, ne, ein bisschen ja, Kram, was ich halt in der Halle schon liegen hatte, was zum Haus gehören sollte. Hier haben wir schon mal ein bisschen Werkzeug drin, guck mal, hier haben wir von der Vorbesitzerin ein altes Schild gekriegt. Total geil. Das hing hier damals in der Meierei auch. Altes Emaille-Schild. Total cool. Freue ich mich immer noch stark drüber. Die ersten Baumaterialien habe ich gekauft. Schöner K01 Maurermörtel, ne? Dann kann ich mit Phil nämlich gleich loslegen. Ihr wisst Bescheid, diese Fensterzumauerei. Ja, und jetzt habt ihr doch schon alles gesehen eigentlich, ne? Also viel mehr gibt's nicht. Vorne gibt's halt noch so. Kleines Carport gibt's noch, aber das werdet ihr im Laufe der Videos sehen. Ich würde sagen, wir drehen jetzt hier erstmal komplett frei und machen im Badezimmer weiter. Ich will, dass die Fliesen da runter kommen und dass alles frei ist. Komm, wir gehen rüber. Wir gucken uns an, was da drüben so los ist. Ah, oh, hier. KG-Rohr umgefallen. Ah, es fällt auch wieder um. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir das in Schwung kriegen.
angekommen im Badezimmer. Die Fliesen sollen runter von der Wand, die Steckdose muss abgeschraubt werden, Kabel alles ein bisschen abreißen, einmal vorsichtig ums Waschbecken rumstemmen, gucken, was da mit Wasserleitung, Abwasserleitung ist. Muss man sehen, aber das will ich erstmal noch hängen lassen, weil das ist unsere letzte Fliesenwasserstelle jetzt hier gerade. Toilette und so. Wir müssen Dixie bestellen, dann wird das auch erstmal abgerüstet. Aber erstmal die Ecke einmal so schier bitte machen, wie das hier hinten schon ist. Also das hier ist der Traum. Diese alten roten Fliesen, die versuchen wir alle heile abzukriegen. Die hier unten so als Sockelfliese lang gehen. Die wollen wir später eventuell nochmal verwenden. Deswegen da ein bisschen Vorsicht. Aber ich schwinge jetzt den Stemmhammer. Da liegt das neue Gerät und dann zerbomben wir hier mal die Küche. Das Badezimmer, ne? Alles klar, bis gleich. Leute, na, was sagt ihr? Wir haben jetzt hier schon richtig Gas gegeben wieder. Tapeten sind runter in der Küche. Was meint ihr? Krasses Haus und krasses Projekt und geil alles, ne? Lasst mir gerne eure Meinung mal in den Kommentaren da. Und was ich euch ganz dringend sagen will, guckt rein in den Shop. Da sind jetzt gerade wieder Klapprad-Crew-Sachen vorbestellbar. Nur eine ganz kurze Zeit, also am besten schnell sein. Und auch ein Fuchsclub-Hoodie ist am Start, dass ihr gut durch die kalten Wintertage kommt. Ihr supportet uns na klar sehr, wenn ihr da was bestellt. Ihr müsstet es wissen, ne? Jetzt kann ich euch berichten, Phil war hier am Start. Dann hat das Fenster zugemauert, was hier drin war, weil hier nachher Elektrokasten hinkommt und alles. Ich denke, ihr wisst Bescheid. Richtig geil. Wir lüften gerade mal ein bisschen durch, weil doch ein bisschen Feuchtigkeit da war. Durch Tapete nass spritzen und alles. Zustand von den Räumen sieht hier eigentlich ganz geil aus. Hier ist noch ganz alte Decke drin, deswegen hier ringsrum rissig. Müssen wir mal sehen, ob wir die Decke hier sowieso rausreißen. Keine Ahnung, muss ich besprechen. Auch der Raum hier komplett einmal Tapeten runter, Decke, Wände. Richtig geil. Da waren gestern ein paar Helfer da und haben richtig Meter gemacht. Ich habe hier gar nichts mitgekriegt von quasi. Aber ich finde es einfach richtig geil. Hier ist noch ein Fenster, das mache ich mir auch noch mit auf. Aber guck mal hier, jetzt will ich es euch nochmal einmal zeigen. Mit den Streifen da an der Wand, ein bisschen so Wandmalerei mäßig. Ah, das ist doch echt richtig heiß, ne? Wegen Licht muss ich euch entschuldigen, aber da sind wir im Wandel. Im nächsten Video gibt es mehr Licht, ne? Wenn euch das interessiert, schaltet da gerne ein. Auch hier im Flur sind auf jeden Fall Tapeten runtergerissen und alles. Jetzt sind wir hier noch dran. Die Fliesen auch alle ab, die hier so drin waren, ne? Leider ist er hier auch ab. Das heißt, wir haben keine Toilette mehr. Wir müssen Wasser jetzt hier stilllegen. Wir haben Hauptwasser abgedreht. Somit sollten wir allgemein weniger Feuchtigkeit im Haus haben. Ja, und wir machen jetzt weiter und reißen hier Decke runter und alles. Aber das kriegt ihr dann nächste Woche zu sehen. Also wie gesagt, falls ihr Bock habt auf dieses ganze Hausprojekt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich hier auch bei anderen Projekten als nur bei so einem Autokram begleitet. Und dann sollen wir aber auch bald Autosachen wieder schrauben. Hoffe ich. Also klar ist jetzt hier ein paar Monate, ein paar Wochen, ein paar Tage. Boah, jetzt ist aber echt dunkel, ne? Paar Tage Haus-Action und dann aber ganz bald wollen wir hier drüben zusammen doch mit Autos machen, oder? Da habe ich schon echt Bock drauf hier. Ich sehe den Traum und so. Ich wollte euch noch kurz berichten, hier ist die alte Emaille-Badewanne. Die steht jetzt hier und da wollen wir jetzt echt versuchen, die zu erhalten. Ob man hier sowas wegpoliert kriegt und sowas. Von unten macht die eigentlich einen ganz brauchbaren Zustand, gar nicht so rostig, aber wie gesagt, schaltet wieder ein, wenn ihr hier auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Ich bin gespannt, wie das nächste Video so ist. Ist ja doch was anderes, so ein Hausvideo hier zu
zu drehen als die Gewohnheiten des Autoschraubens, sag ich jetzt einfach mal. Ne? Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Drückt uns hier alle Daumen für unser Vorhaben und so weiter und so fort. Licht ist aus, das heißt Feierabend. Ne? Wir haben Schnee liegen, ihr seht es. Bis nächste Woche. Ne? Macht das gut. Haut rein.